Auf YouTube gibt es relativ viele Making-of-Sachen von dem Spiel. Ah, Die cool. fand ich ganz interessant. Also wird so ein bisschen erzählt so und dann sieht man halt Aufnahmen, wie die das Wirf Motion mich zu dem Capturing da Fenster hoch. aufnehmen und Von da aus wie schaffe ich die es die nach oben. Audiosachen aufnehmen und so. Das fand ich ganz cool. Ja, diesen, Du den musst irgendwie Ende-Service finde alleine ich eigentlich hochkommen. ganz nice. Den habe Ja. ich in Herr der Ringe eigentlich schon gefeiert. Ich bin gar kein Herr der Ringe-Fan. Ja, das erinnert ja nichts daran, dass ich den in Herr der Ringe gefeiert habe. Ja. Aber ich finde dem seine Stimme so cool, weil die ist halt so richtig so. So voll rauchig irgendwie, keine Richtig, Ahnung. richtig. Das, was dir Dennis nicht geben kann. Das Nee, hast der hat ja du. so eine weiche Stimme, der hat sowas nicht. Ja. Aber das ist ja auch nice. Ja. Ja. So, hier waren wir, glaube ich, vorhin noch gar nicht, ne? Genau. Ach, du wolltest sie doch noch zu Wir Tode, schaffen das oder schon. hast du schon gekauft? Ach nee, warte mal, ich bin eben im Menü, war das, wo. Wo Genau. es hängen geblieben ist. So. Ja, jetzt ist die Frage. Ich habe jetzt 182.350 Tech Orbs. Ich könnte mir wahrscheinlich alles Mögliche kaufen, aber. Gehen glatt durch Gegner durch und können weitere Feinde treffen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt für 35.000, weil meistens stehen die ja nicht genau hintereinander. Verdoppelt den Schaden, Plasmaschuss. No. No. Stun-Dauer wäre vielleicht nicht schlecht. Munitionsaufstockung. Munitionsaufstockung ist eigentlich immer ganz geil. Stun-Dauer. Ich versuche mal ein bisschen vielleicht was Ausgewogenes hier zu machen, dass ich von allem so ein bisschen was auflevel. Bündelt die Energie des Stabs zu einer gewaltigen Attacke. Mächtige Konterattacke. Ausweichen hinter einem Gegner. Macht, das sind aber dann Sachen, die er dann automatisch im Kampf macht. Also da muss ich jetzt nicht irgendeine besondere Tastenkombi oder so drücken, glaube ich. Du musst. Wie war das denn? Also bei manchen Sachen musst du noch irgendwas drücken. Das wird dir dann aber angezeigt, wenn du das kaufst, was du dann drücken Ah, musst. okay. Erhöht die Taumelzahl von Gegnern, die von der Raumattacke. Also oft benutze ich die auch nicht. Fokusattacke oder Konterattacke? Eine. Kauf doch einfach beides. Wir haben's ja, ne? Wir haben's ja. Moment, warte mal. Kann ich noch ein bisschen Energie kaufen? Ja. Ein bisschen Hells. Mach noch mal ein bisschen Hells. Hells. Ah, da haben wir. Ja, das ist doch gut. Ich glaube, das war eine ganz gute Wahl, so. Hoffe ich jetzt mal. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, hör mal. Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Ich Weiß würde ich mir. nicht. Ich Ich weiß weiß es es nicht. nicht. Ja? Was Ich würde würdest mal du? gerne wissen, wie die das da hingebaut haben, weil das sieht ja irgendwie, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, also, es schwebt ja fast so halb. Ja, ne? So. Ja, manchmal muss man sich echt beeilen, dann vibriert das Gamepad und so, weil dann halt so was abbricht oder abbröselt. So wie gerade zum Beispiel auch. Wow, cool. Sieht geil aus. Die schöne Weiten. Da oben ist das. Nee, das ist eine andere Mühle, ne? Das ist, Der glaube ist ich, nicht die. schwitzig. Ja, der spiegelt ein bisschen. Ja, auf. Stimmt, wow. Krass. Das Da ist hatte mir, ich. glaube Ich hatte aber eigentlich gerade auf die Windmühle da hinten geguckt. Und nicht, ob er Ich gucke mir schwitzt. gerne den Kerl an, also. Ich merke das schon. Sobald wir den Kurzschluss Ein auslösen, kommen Sie Ebenbild von durch. Dennis. Total. Überlass sie nur mir. Ja, so in etwa. Ja, So ganz ein die bisschen. Haare könnt ihr so hinkriegen. Ja, das ist schon. Das geht schon so in die Richtung, so ein bisschen. Dann müsste er sich noch blondieren. Wir müssen leider draußen bleiben, Max. Wie er so davor steht und schmollt. Auch geil. Ich glaube. Ist jetzt nur eine Vermutung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auf so eine Verfolgersache rausläuft. Dass der gleich irgendwann durchs Tor bricht und wir müssen dann. Damit haben wir nicht gerechnet. Nein! Also das, was jetzt gleich kommt, da habe ich selbst Probleme mit gehabt. Ja, mach mir noch mehr Mut hier. Ist geil. Ja, ich bereite dich ja nur darauf vor. Ja. Wir müssen die Segel öffnen und sie in Gang kriegen. Schnell. Okay. Ich werde dir mit der Libelle zeigen, was wir tun müssen. Ja, die Bellentime. Das ist eine Mühle. Du solltest hinten hochklettern können. Ja. Ach, ich kann mich so grob dran erinnern, glaube ich. Du musst jedes Segel aufrollen, damit sie sich dreht. Aufrollen? Ach, ich muss da dran, ne? Los. Immer. Mhm. Jo. Das, wo ich dann Probleme hatte, kommt nach der Windmühle. Okay.
Irgendwie kommt der Kerl noch nicht. Noch nicht. Aber ich weiß nicht. Vielleicht. Ne, Munition. Hatte ich Munition aufgelevelt? Ich glaube nicht, ne. Ja, du hast doch genug. 15 hast du gesagt. Ja, man kann nie noch mehr haben. Mehr. Ja, irgendwann ist aber auch mal gut. Nee. Nee. Nein. Nein. Andreas Kieling, ja. Ja. Der letztens bei TV Total war. Ja. Ja. Der war ja echt die Ruhe selbst, ey. Richtig ja. Geil. Mich würde mal echt interessieren, ob der weiß von diesen YouTube-Kacke-Dingern. Und wenn ja, wie er die findet. Der feiert die bestimmt total. Ich glaube auch. Dann würde ich dem zutrauen. Ja, ja, der ist glaube ich, da. Der war zwar sehr ruhig und abgeklärt jetzt in dem Interview, aber ich glaube, der hat auch für sowas Sinn für Humor. Kann ich mir auch vorstellen. Ja. Der ist, glaube ich, ziemlich locker drauf. Und mit Chloe hat er ja auch dabei gehabt. Ja. Das ist so geil. Könnten eigentlich mal wieder gucken. Ja, schon. Ja, Sean. Ja, Sean! Jason! Sean! Sean! So geil. Ich freue mich ja, ich hoffe, irgendwann gibt es nochmal wieder ein neues Zug-Zug-Treffen mit der Aline und so. Ja, das ist ja dieses Jahr leider nichts geworden. Nee. Aber nächstes Jahr vielleicht. Ja. So. Sie steht wieder mit ihrem tollen Hut hier, mit ihrem Display, Bums, Dings da. Bums. Zweifelbums. So, jetzt können wir hier ruf. Ich dachte eben, als ich das aus dem Augenwinkel gesehen habe, dass das elektrisch aufgeladen wäre oder so. Also es blinkt einfach nur, weil es uns sagen will, Monkey, da kannst du ruf. So. Okay. Da. Und. Achso. Da. Ja, gerade ist irgendwie so bei 12, 13, 14 Frames. Auch toll. Ja. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ach, bestimmt wegen der geilen Umgebung. Das ist echt so. Ich glaube, in manchen Arealen ist das halt leider einfach so. Wenn da viel berechnet werden muss oder was. Das kann ich auch leider nicht ändern, aber da kommen wir schon drüber hinweg, glaube ich. Eine Spritze, die habe ich noch gar nicht benutzt, glaube ich. Doch. Die habe ich auch nie benutzt. Doch, ich glaube, sie hat doch einmal, als wir, glaube ich, gegen den Dingens da, diesen Hund gekämpft haben, hat sie mir kurz vorher, glaube ich, eine Spritze gegeben. Einmal habe ich es, glaube ich, benutzt, um es auszuprobieren und dann nie wieder. Gut, dass du keine Drogen hast, keine Abhängige geworden bist. Einmal habe ich sie genommen, die Spritze, du, aber dann, ne. Sehr schön, Monkey. Ich bin stolz auf dich. Gut. Aber wir brauchen mehr Power. Natürlich brauchen wir die. Kannst du die anderen Segel öffnen? Von oben kommst du an die anderen Segel nicht ran. Von oben kommst du an die. Okay. Ach, da muss ich jetzt an den Viechern dran, daher. Von dem Gebäude da solltest du an die anderen rankommen. Ja, und da ist noch eine Erinnerung. A Memory. Komm ich von hier? Ne, ich muss wahrscheinlich wieder zurück. Hm. Okay. Weil sie eben so sagte, von oben kommst du da. Ach ja, ach, das ist ja auch geil. muss mich einfach fallen lassen, wenn da dieses rote Dings nicht kommt. Ja. Aber du bist nicht direkt tot, wenn du da dran kommst. Das ist gut. So. Ist auch schön, dass man jetzt so viel sieht. Ja. Was ist mit der Hallo? Kamera los? Das Ziel bewegt. Monkey? Kommt er wieder her? Die Kamera ist da irgendwie eingefroren. Oh nö. Kann ich von hier nicht runterlassen? Nee, du müsstest von diesem. Ich finde das Ziel da oben. Ach, das ist das. Ja gut, das ist das Windmühlenrad, ja. Och nö. Hallo? Hat es nicht eben gerade ein bisschen gewechselt, als du rübergesprungen bist? Ja. Ganz einmal, kurz. Einmal kurz. Muss man denn dann noch weiter nach rechts oder? Ich weiß es nicht. Nee, du musst nach unten. Ah. Ja, jetzt.
Ey, ich krieg sogar schon wieder halbe Attacken, wenn ich das Let's Play abbrechen muss oder so. Scheiß. Ja. Oh. Aber ich finde das geil. Ist er weg und dann kommt er auf einmal wieder. Ich häng mich mal wieder dahin, dann können wir nochmal weitermachen. So nach dem Motto, ich verarsche den Spieler mal eine Runde. Ich finde so Bugs irgendwie lustig. Keine ich Ahnung. Auch, ja. Aber ich finde sie ja, vor gut, allem lustig, wenn sie bei anderen sind und nicht bei mir. Ja, wenn sie den Spielfluss extrem behindern, ist halt auch blöd. Ja. Was muss ich machen? Warte mal, ich muss ihr, glaube ich, jetzt hier sein. Trip, halte sie jetzt an. Ah ja, genau. Sehr schön. Ich glaube, das war der richtige Moment. Weil das ist noch nicht ausgefahren. Ich dachte, ich müsste die beide noch ausfahren. Die sind ja beide schon im Prinzip. Nee, du musst die beide komplett ausfahren. Ach, die sind noch nicht. Ach so, die sind nee. Nur zum Teil. Okay. Weil die anderen beiden sahen schon so fertig ausgefahren aus. Das ist nur noch der eine, der jetzt oben ist, dass ich den irgendwie machen muss. Du musst aber wieder zurück. Ja, ich glaube, das. Ja, ich hoffe, es geht gleich dann. Nee, oder warte mal. Du musst nach oben. Nee, ich muss jetzt wieder nach da oben hin. Ich glaub, weiß ich gar nicht, ob du nach oben musst oder. Doch, ich muss mich ja wieder da dranhängen und das wieder runterziehen. Der Marker ist ja auch hier oben jetzt. Der Jule weiß es nicht schon. Ja, musst du doch von außen. Hä? Wie mache ich das denn von außen? Ich will dir jetzt nicht direkt alles übervorsagen. Nein. Sollst du auch nicht, aber lass mich mal erstmal gucken. Erstmal jetzt hier mir meinen Überblick verschaffen. Nee, so kann er auch nicht zielen. Schauen wir mal. Nein! Schon wieder? Nein. Oh! Ja gut, so geht's natürlich auch, ne? OMG. Warte mal, gehen wir mal hier hin. Und dann gehen wir mal hier. Nein, nicht da drauf. Runter. Monkey, runter. Willst du mir jetzt erzählen, dass du da nicht runterspringen kannst? Traut sich nicht. Ist zu tief für ihn. Das glaube ich. Ja, da kann er jetzt. Nee, ich will. Nee. Ja, dann gehen wir jetzt halt so rum runter. Monkey. So, jetzt gehe ich mal hier hin. Und stelle mich jetzt mal hier vorne hin. Und gucken wir das jetzt nochmal an hier. Da ist so ein Stab, ist da. Ja. Das heißt, ich muss den doch noch ein Stück weiter fahren lassen wahrscheinlich. Ja. Ah, gut, den konnte man von der anderen Seite natürlich auch nicht sehen. Okay, los. Ich löse die Bremsen. Das heißt, das muss unten sein, oder? Oder? Weiß ich nicht. Nee, okay, jetzt mal so. Auf die Bremse. Stopp. Ich ziehe jetzt die Bremsen an. Nee. Hä? Ergibt es Sinn? Ich weiß es nicht. Ich könnte von links, da könnte ich an den Stab ranspringen, aber das wird mir ja nicht viel bringen. Oder muss ich mich an den Stab dranhängen und muss ihr, während ich an dem Stab dranhänge, sagen, hier weiterfahren, dass es wieder oben ist und dann muss ich das. Das könnte auch sein. Bing, 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 bing. Das ist richtig? Ja. Ja! Ja! Ah, schön. Ja. Okay. Ja, gut, ist jetzt die Frage, komme ich von da dran oder muss ich das ganz runterfahren lassen? Ich lasse das mal runterfahren. Los. Trip, halte sie jetzt an. Hallo, Trip. Ach so. Ja gut, weil das kann man nicht unten stehen lassen. Stimmt, ja. Das geht ja nicht. Es gibt ja nur drei Positionen, wo sie stehen kann. Das wird ja extra gesagt. Ja. Nee, ich lache jetzt nicht deswegen. Ich lache wegen was anderem. Ja, das ist nämlich jetzt falsch hier, wie die da hängt. Ja. Nee. Da muss ich da doch da hinten wieder hin bäumseln. So wie es war, war es eigentlich schon richtig. Okay, los! Ja, ich muss ja erstmal klarkommen. Ja. Ich habe ja auch ein bisschen dafür gebraucht, also. Ja. Du willst mich ja nur. Ja. Ja.
Okay, so ist gut. Okay, warte mal. Okay. 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 Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Okay. Das meiste war eigentlich gestöhnt davon, so. Ja. Okay. Das ist so, vor allem er zieht das immer so schön lang, ne? Das ja. Das Schlimme ist, jetzt mir fällt das jedes Mal auf, wenn er das sagt. Ja. Vor allem er sagt es gar nicht mal selten. Ja. Aber bei Tomb Raider kam er schon echt oft vor, also. Mir ist das gar nicht aufgefallen bei Tomb Raider. Mir, als ich es normal geguckt habe, als Let's Play auch nicht. Aber jetzt irgendwie so, als ich das Best-of gemacht habe, da dachte ich so irgendwie, so nach den ersten zwei, drei Parts, okay. Okay. Okay, dachte ich mir, das sagt er doch ziemlich oft. Das könnte man ja mal so eine Zusammenschnitt rausmachen. Es geht, glaube ich, echt 4 Minuten. Das ist okay, Dingsbummens.